Bald leuchtet ihr Stützpunkt wie die Sonne. Das gibt's doch nicht. Geben Sie mir ein paar Sekunden, damit ich wieder aufrüsten kann. Hier kam Artillerie rein. Ich muss mein Programm. An Ihrer Stelle würde ich mir Sunblocker kaufen, General. Kommt mit hoch. Du kommst wieder hier hoch. Aber hier nichts, oder? Gut. Das ist das Wichtigste. Dass meine Helix noch stehen. Okay. Was wollen Sie dagegen unternehmen, Sie Overlords mit Gatling. Nein. Ja, was haben Sie für mich? Das wird böse. Ja, was holen wir sie uns? Ob ich die so leicht krieg? Einheit verloren. Oh, Alter, welche Reichweite! Ja, so viel zu meiner Luftüberlegenheit. Das hat nicht lang gehalten. Ich brauche wohl doch Bunker. Keine Atomwaffen. Wo gibt's denn sowas? Alter Falter, ey. Verschwinden Sie, General. Junge. Oder soll ich meine Gefechtsköpfe zünden? Einheit verloren. Ja, also. Leute, was macht ihr denn? Das nervt irgendwie ein bisschen. Die KI will irgendwie immer in den Freitod springen. So, jetzt gibt es gleich weitere Atombomben. Wie lauten Ihre Befehle? Finde ich total klasse. Wirklich, ich... Schmelzen. Alles muss schmelzen. Fahr total drauf ab. Wir haben große Pläne. Wir bauen für das chinesische Reich. Wir werden im Wohlstand umbauen. Komm, ich baue zum... Warnung. Atoma geht ab. Jemand muss das Wettrüsten gewinnen, sonst wäre es doch langweilig. Was zum? Wo? Ach, die hat er da reingefallen. Gut, von mir aus. Okay, das war jetzt einfach nur so eine Fake-Rakete. Auch gut. Das dieses Leuchten, dieses herrliche soll mir Leuchten. Ganz recht sein. Da hat mir jetzt nochmal ein bisschen Zeit verschafft auf diese Einheit Weise. Verloren. Hi, habe ich hier Bulldozer. Bulldozer oben hat schon wieder... Ich gehe mal wieder hoch. Ich gehe mal wieder hoch. Ich hätte niemals weiter vorrücken sollen. Alter. Einheit verloren. Alter. Ich gewinnen. Im nuklearen Winter, General. Aber auch nur knapp. Warnung. Atomrakete abgefeuert. Alter, schon wieder eine? Batterien aufgeladen. Leute, lauf mal eben. Wo sind die schon wieder hin? Haben Sie keinen Strom mehr, General? Soll ich Ihnen ein paar Tonnen Atomkraft schicken? Ich dachte mir gerade, oh, das hat wehgetan, aber nee, das war gar nicht er. Es gibt immer einen Weg rein. Das war meine wunderbare Energieplanung. Herzallerliebst, nicht wahr? Systeme online. Wir lassen hier niemanden. Die Mixtun. Die Mixtun. Jetzt hat er bald jeder Atomrakete einmal abgefeuert. Es ist eigentlich klug, hier einen Reaktor hinzubauen. Machen wir da unten noch einen hin. Ich kann alles lahmlegen. Das ist nur der Anfang, General. Der Anfang vom Ende. So, dann noch ein Bunker hin. Und zack, nächste Atomrakete. Einheit verloren. Schon wieder nicht auf mich. Okay, wir werden gerade ein bisschen mit Sandhandschuhen angefasst. Aber ich denke mal, das sind jetzt die ersten Raketen, die werden jetzt noch ein bisschen verfeuert. Ja, was? Gatling-Kanone vorbereiten Sie für mich. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Bin unterwegs. Ja, super. Das wurden natürlich bald wieder. Leuchtet Ihr Stützpunkt wie die Sonne. Wer ist der mit Bunker? Du bist der mit Bunker. Du holst mal den Bunker. Der mit dem Bunker holt mal den Bunker. Gatling-Kanone. Ja, muss er mal die Raketenschützen holen. Die. Wie der halt ständig mein Ding haben kann. Aber wenn der. Haben will. Aber wenn der noch eine Atomrakete danach reinfeuert, habe ich ein Problemchen. Den Bulldozer brauche ich nicht. Was wollen Sie dagegen unternehmen, General? Ja, man merkt, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Wir werden im Wohlstand leben. Ich bin die
Vater war mal ihre Waffenfabrik. Super. Boah, diesmal hat er gleich drei Dinger. Ja, gut, auf jeden Fall der Waffenfabrik und... Ja, Waffenfabrik, Kraftwerk und... Propagandazentrale. Das hat irgendwie wehgetan. Ihre Waffen sind nichts gegen meine Macht. Und mir fehlt noch ein Raketensoldat. Uiuiuiui. Und noch was. Nicht in die Explosion sehen, General. Was? Ich sehe mir die Sache an. Das Gewitter beginnt. Bombenteppich würde ich sagen. Und Panzerabwurf mal 2. Schmelzen. So, hier, mach mal hier. Schmelzen. Ja, wunderbares Hacking. Dann neue Waffenfabrik, bitte. Bisschen, ist halt die Frage, wo will ich die hinpflanzen? Ja, ich pflanze noch mal so hin. Bisschen Abstand zur Propagandazentrale ein bisschen weitermachen. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich es kombiniert schaffe. Sowohl mit Bombenteppich... Als auch mit Artillerie hier für Zerstörung zu sorgen. Dieses Leuchten, dieses herrliche Leuchten. Sehen Sie es, General? Eigentlich ist auf dem Weg nicht viel, was uns stören kann. Das kommt nochmal hier hin. Komm, fangen wir schon mal mit den ersten Nuklear-Upgrades an. Los, General. Einheit verloren. Alter. Nein, meine Gefechtsköpfe. Ja, meine schönen Gefechtsköpfe. Dafür werden sie bezahlen. Könnte ich es schaffen? Panzerabwurf hier rein. Es sind nur 2 Stück. Das ist eine Frage. Aber ich benutze den Panzerabwurf auf jeden Fall schon mal. Habe ich denn... ich habe den Sammelpunkt geändert. Was haben Sie für mich? Ich brauche das Ding nämlich oben. Ich bin die Artillerie. Mache ich hier nämlich schon meinen ersten Panzerabwurf hin. Ich möchte hier nämlich nochmal den Punkt da oben sichern. Der ist mir wichtig. Ist da unten irgendwas? Ihr Ende ist nah, General. So, Propagandaturmbonus habe ich noch nicht gemacht. Nationalismus mache ich noch mit rein. Einheit verloren. Weiteres Atomraketensilo ist auf kurz oder lang auch keine schlechte Idee. Ja, was? Kam meine Panzer schon an? Leute. Leute, fliegt doch nicht. Was macht ihr denn? Ah, der Bombenteppich hat halt so einen schönen kurzen Cooldown. Den können wir öfters einsetzen. Das ist nur der Anfang, General. Der Anfang. Nächstes Mal werde ich den Bombenteppich hier größtenteils zerbomben. Oder, ja, ich weiß nicht, ob ich bis da durchkomme. Da wurde meine Panzer schon abgeschossen. Kann sein, dass ich mich verspäte. Ich sammle noch meine Truppen. So. Das passt erstmal. Noch ein Helix, bitte. Der kriegt auch nochmal einen Bunker. Helix mit Bunker hat echt was Tolles. Also es kommt ein Overlord mit Gatling drauf. Stützpunkt wie die Sonne. Okay, jetzt haben wir so langsam die Upgrades. Ich bräuchte noch hier die Orangranaten, die werden schon erforscht. Ja, ich bin gerade ein bisschen kopflos. Ich bin halt gerade unter Druck. Ich komme mal zur zentralen Ordnung. Nein, danke. Ich weiß, wo sie ist in etwa. Wir haben große Pläne. Ich weiß, was zu tun ist. Na, wunderbar. Was haben Sie für mich? Was wollen Sie dagegen unternehmen, General? Wie lauten Ihre Befehle? Na, wunderbar, da kommt schon wieder der nächste Artilleriebeschuss. Ich habe ja gesehen, dass Artillerie plus Bombenteppich reicht. Machen wir den Bunker kaputt. Um jetzt einen Raketensilo kaputt zu machen. Aber ich glaube, bis dahin kommt das Ding nicht, leider. Unsere Basis steht unter Beschuss. Da war's bitte. Ihre Waffen sind nichts gegen meine Macht. Reparieren bitte. So, Panzer bauen. Einheit verloren. Helix klar ziehen. Uiuiui. So, der bleibt mal da. Jetzt hätte ich gerne endlich mal meinen Bulldozer da oben. Wir machen extra nochmal 9 für das Gebiet hier. Wo geht's zur
Wird Ihnen langsam warm, General? Leicht, ja, das hat auch wieder funktioniert, sehr schön. Jetzt ist bloß noch dieses eine Ding da. Das kriege ich eventuell mit einem gut platzierter Flammpanzer. Flammpanzer, der schnell mal durchkommt. Kriege ich da bestimmt einiges hin. Was? Ich sehe mir die Sache an. So. Stress, 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 Stress. Wie lauten Ihre Befehle? Wir müssen ja auch gegen Prinz Nudelsuppe bekämpfen, das wird auch lustig. Ja, dieses Leuchten, dieses herrliche Leuchten. Sehen Sie das, General? Damit gehe ich auch hoch. Ich möchte jetzt da oben was sammeln langsam. Machen wir noch mal ein paar Hacker. Ich brauche an sich mehr Geld. Schade, dass man keine Hacker in den Bunker reintun kann. Beziehungsweise kann man, glaube ich, schon, aber es bringt halt nichts. Kernschmelze, General. So, ihr bleibt mal wirklich hier. Willkommen im nuklearen Winter, General. Bin unterwegs. Das Ding wird jetzt einfach mal zerschossen. So klein aus. Jetzt sind wir dran. Und flieg nicht zu weit. Ich speichere hier mal. Weil so schlecht sieht es gar nicht mal aus. Jetzt hätte ich dann gerne nochmal einen Panzerabwurf, wenn er funktioniert. Das ist halt die Frage. Ich beobachte es mal. Ich traue dem Braten nicht so ganz. Kommt wahrscheinlich von dort oben angeflogen, das Flugzeug für die Panzer. Dankeschön. Doch, da sind sie. Wunderbar. Kommt mal mit. Ihr Ende ist nah, General. So, du kommst auch mal wieder. Obwohl, ganz ehrlich. Ich lasse ein Team hier. Das in dieser Engstelle. Guckt, dass da kein Nukleargeschütz mehr durchkommt. Hier schlage ich jetzt weiter eine Schneise, indem ich das hier noch wegbombe. Dann müsste ich eigentlich reinfahren können. Die Gatlings sind weniger ein Problem. Und ansonsten sehe ich hier drin keine Bunker. Sobald ich mal drin bin, kann ich bis hierher fahren und kaputt machen, was das Zeug hält. Das ist nur der Anfang, General. Der Anfang vom Ende. Zwischenzeitlich kann ich schon fast zu weit gehen. Ich weiß nicht, ob ich die Artillerie jetzt noch irgendwo hinpflanzen will. Einheit verloren. Haben wir auch. Sehr schön. Kriegt er das mit der Gatling schnell genug? Alle Einheiten. Frage. Alle Einheiten. Ende. Bitte was? Bereit zum Angriff. Du hast's versaut. So, die ganzen Panzer kommen auch mit. Die habe ich auch noch hier. So, weiteres Raketensilo, bitte. Bald leuchtet ihr Stützpunkt wie die Sonne. Zwei Waffenfabriken nebeneinander. Ich warte noch ein paar Atomraketen ab, bevor ich noch eine zweite baue. Ja, einer reicht mit Gatling, dann nochmal ein paar weitere Pfosten aus. Beziehungsweise Battlemaster heißen sie sogar wirklich im Original, im Englischen. Im Übrigen muss ich noch was richtigstellen. Marx war doch vor Mao. Das habe ich irgendwie verdreht spontan. So, Säubern brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Aber wenn ich es gut hinkriege, kriege ich den Panzer nah genug angefahren, um die ja alle auszuräuchern. Was wollen Sie dagegen unternehmen, General? Wir kämpfen für die Rote Armee. Warum ist er eigentlich immer verstrahlt? Was macht die hier eigentlich? Zusätzlich zu dem Flammenpanzer fährt hier übrigens jetzt auch noch gleich... fliegt der Helix mit rein. Die können sich nämlich... ich glaube, die können sich schwer aufteilen. Gatling! Gatling, ich Idiot! Das war ja... das war super geplant, wisst ihr das? Das war mega gut geplant. Ich habe noch nie mal so einen guten Plan erstellt. Bin ich dumm, ey. Och nö, das war hier. Ich dachte, ich hätte direkt vom Angriff gespeichert. Ja gut. Egal. Bald leuchtet ihr Stützpunkt wie die Sonne. So, hier hätte ich jetzt gerne mal noch eine Gatling, einfach für die ganzen blöden Helix, die hier kommen. Ich baue für China. Ziemlich baufällig. China war sehr groß und die Kiste bereit. So, da kommt noch ein Biker hin. An sich habe ich so das Gefühl, dass da unten selten eine Atomrakete landen wird. Vielleicht, wenn er hier auf die Kaserne schießt, könnte es gemein werden. Aber ansonsten packe ich jetzt echt noch viele Hacker da unten hin. Ihr könnt mal wieder anfangen. Ihr habt ja aufgehört zwischendrin. General. So. Okay. Du gehst jetzt ran. Machst die Typen nochmal kaputt. Wir haben gesehen, dass du schaffst.
Ja, stimmt, das zweite Atomraketensilo, das habe ich ja im letzten Speicherstand gebaut. Ihre Waffen sind nichts. Wer von euch baut jetzt das Kraftwerk? Ich glaube, der kaputte war das. Oh, Artillerie. Jetzt direkt auf meine Panzer. Ich sehe es kommen. Ich speichere mal lieber nochmal. Also die Mission ist ein bisschen krampfhaft. Also ich glaube, ich kann es vergessen, dass ich das Spiel durchgespielt bekomme in dieser Aufnahme. Ich habe ein bisschen die Hoffnung reingesetzt, aber ich glaube, das kann ich vergessen. Ich glaube, die Tigerin könnte auch ein bisschen dauern. Aber wie immun der nahezu gegen Raketenfeuer ist, das ist Wahnsinn. So. Nein, fahr, mein Freund. Schmelzen. Alles muss schmelzen. Oh. Oder? Nee, es ist einfach eine allgemeine Alarmsirene. Wo ist denn... Nee, es war eine Atomrakete. Wieso habe ich das... Ach so. Das waren die zwei. Na, dann... Wenigstens bin ich jetzt in der Basis. Und die Gatling macht noch nö. Warum bist du denn... Ich hasse es, dass sie immer so eigenständig Sachen machen. Dieses herrliche Leuchten. Sehen Sie es, General? Wo ist denn der Bunker hier gewesen? Da. Das hätte ich gerne weg. Wow. Wir kämpfen für die russische Armee. Ah, das tut natürlich weh. Man hätte ich eher denken können. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Wir sind unbesiegbar. Na, super. Jetzt kriege ich gleich noch eine Atomrakete auf den Kopf. Große Pläne. Wir werden im Wohlstand leben. Baue für China. Ist schon okay, General. Ich habe jetzt, noch mehr. Wenn jetzt hier drauf geht, habe ich ein Problem. Willkommen im nuklearen Winter, General. Alter, ich habe schon fast kommen sehen. Alter! Jetzt setzt er diese Kackgeschütze sogar zur Verteidigung ein. Komm, weiter Kraftwerke zu stören. Ja, was? Holen wir sie uns. Wer sind Sie denn? Nicht so nah ran! Warum musst du immer so nah ranfahren, Junge? Ich verstehe das manchmal echt nicht. Ihr Ende ist nah, General. So. Ich darf jetzt gar nicht mehr so sehr auf die Verteidigung achten. Ich muss jetzt schauen, dass ich ihn ja zermürb. Da schießt schon wieder ein Geschütz. Ja, da unten. Geht mal runter. Macht das kaputt, nach Möglichkeit. Die Nuklear-Granaten gehen so auf die Eier. Warnung. Atomrakete abgefeuert. Das ist nur der Anfang. Scheiße nochmal. Der Anfang vom Ich muss auch mal ein bisschen feuern hier. So langsam habe ich meine Probleme. Hier mal noch ein paar Panzer abwerfen. Hier mal noch ein paar... Ach du Scheiße, habe ich Geld, sehe ich gerade. Einheit verloren. Ich sollte mal wieder aufbauen. Ganz gute Idee, oder? Jetzt haben wir sowieso erstmal eine lange Zeit lang Ruhe vor Atomraketen. Ihr Stützpunkt wie die Sonne. Ja, meine MiGs sind jetzt abgestürzt, weil ich verplant habe, ein Flugfeld zu bauen. Wir müssen jetzt eine Menge nachholen. Oder soll ich sie in Grund und Boden bomben? So. Ich brauche euch noch. Warum zerstören Sie meine Kasernen, General? Meine Cyborgs haben Ihnen nichts getan. Ey, diese Typen gehen mir so auf die Nüsse. Ja, super, mein MiG-Schutz ist ja da drüben weg. General. Einheit verloren. Ich brauche gleich noch Drachenpanzer. Fahr mal ein bisschen weiter rüber. Weiter hinter. Lock den mal vor. Ich mach doch noch ein Flugfeld. Jetzt geht die Scheiße los. Mit vollem Einsatz. Mit vollem Einsatz. Ihre Waffen sind nichts gegen meine Macht. Ich hab's schon wieder verplant. Sie verlieren diesen Krieg, General. Noch ein paar Bomben und sie... Ey, das ist Wahnsinn! Alter, was für eine Feuerrate die Dinger haben. Ich muss halt irgendwie noch an dem Teil hier vorbei. Wegen welcher noch Verstärkung warten. Chinas Luft-
Waffe. Ich kenne Ihre Schwächen, General. Sie können mich nicht aufhalten. So, jetzt habe ich ja jede Menge. Mein Propagandazentrum hat lustigerweise noch überlebt. Das finde ich ganz lustig. So. Alter, hier ist ja auch schon wieder zerstört worden. Meine Fresse, der Overlord stößt mal ein bisschen weiter vor. Das speichere ich jetzt nochmal. Einheit verloren. Das war ziemlich verfehlt, würde ich sagen. Dieses Leuchten, dieses herrliche Leuchten. Sehen Sie es, General? Die Dinger, ich hasse sie so. Ich patrouilliere jetzt hier einfach mal. Nachdem ich das habe, brauche ich neue Helix. Und am besten einfach ohne Bunker, einfach mit Gatling drauf. Einfach viele. Die Welt gehört den Starken. Finden Sie nicht auch, General? So. Ey, diese... Ich finde diese Nukleargeschütze einfach so gemein. Einheit verloren. Die machen einfach so einen übertriebenen Schaden. Willkommen im nuklearen Winter, General. Das Gewitter beginnt. Ändere den Kurs. Was haben Sie für die Kanone vorbereiten? Da geht's schon wieder. Da geht's schon wieder. Ich könnte... Oh. Genau, weg damit. Das andere Ding auch, danke. Soll ich Ihnen mein Atomwaffenarsenal zeigen? Sind Sie soweit, sind Sie soweit, sind Sie soweit. Du fährst mal weiter. Du fährst einfach mal oben lang. Ihr Ende ist nah, General. Schuppdiduppdubba. Hi. Macht ein Overlord eben alles. Meine Waffenfabrik, was haben Sie getan? Meine schönen Panzer... Weg! Jetzt kommt der Showdown. Warten Sie, General, das wird Ihnen gefallen. Oder auch nicht. Geschützrohre bereit. Temperatur stabil. Langsam vor. Okay, das ist der. Kann er von mir das tun? Das ist nur der Anfang, General. Der Anfang vom Ende. Da ist seine Kommandozentrale mit all seinen Hackern. An Ihrer Stelle würde ich mir Sunblocker kaufen, General. Andererseits möchte ich gerne hier Zerstörung haben. Und hier mache ich mal ein bisschen das Zeug weg. Es wird Zeit. So, hey, stimmt. Wissen Sie eigentlich, was so ein Silo kostet? Das stimmt eine Menge. Wie lange wollen Sie denn in meinem Stützpunkt bleiben, General? Soll ich Ihnen ein Zimmer besorgen? Bald leuchtet Ihr Stützpunkt wie die Sonne. Ich glaube, die Kakerlaken sind ein bisschen groß. Nein, 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 nein. Oh Gott, bis der gewendet hat, bis der gewendet hat. Geh du dahin. Ich bräuchte mal einen Overlord mit Flammenwerfer. Ich bräuchte einen Land Raider. So, du reparierst mal ein bisschen. So. Alter, was der da hat. Was wollen Sie dagegen unternehmen, General? Gasdruck überprüft. Hui, ich habe ein paar Overlords, würde ich sagen. Ich hatte bald ein paar Overlords, wenn ich hier nicht mehr schnell was dagegen unternehme. Keine Atomwaffen. Wo gibt's denn sowas? Dass der auf die kurze Reichweite halt noch schießen kann. Die Dinger sind sogar Kurzstrecken effektiv. Das ist Artillerie verflucht. Gatling-Geschütz bereit. Ihre Waffen sind nichts gegen meine Macht. Oi, 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 oi. Alter, sprüh! Einheit verloren. Oh, jetzt kommen ja auch noch so viele Raketenschützen dazu. Nein, 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 nicht so nah ran. Leute, warum müsst ihr eigentlich immer alle auf Selbstmordkommando gehen? Okay, das Ding habe ich gesäubert. Das Ding stört halt. So, die Overlords machen das alles ein bisschen leichter. Wir kämpfen für die Rote Armee. Denen versauen wir den Tag. So, ich verteidige mal noch ein bisschen, meine lieben Helixe. Irgendjemand muss das Wettrüsten gewinnen, sonst wäre es doch langweilig.
Dann mache ich mal noch ein weiteres Raketensilo. Ein bisschen Kraftwerke. Ein bisschen Artillerie, dankeschön. Jetzt hau ich mal hier rein. Cool. Was habe ich denn hier eigentlich angerichtet? Oh ja, oh ja. Nochmal Artillerie, dann ist das Atomraketensilo hier kaputt. Stimmt, war da nicht was von wegen, dass der keine Bulldozer einsetzt? Dass ich langsam seine Gebäude kaputt machen kann und der die noch nicht mal repariert? Hätte ich auch mal eher denken können. General, unsere Basis wird angegriffen. Wir haben große Pläne. Aber es klappt. Es klappt. Es ist eklig, aber es klappt. Eieiei. Das ist mir gerade zu viel Micromanagement gewesen, aber der nukleare General ist, was das angeht, einfach gemein. Besorgen Sie sich schon mal Bleiunterwäsche. Und gerade noch mit China, wo die Superwaffen nicht sehr viel bringen, weil die so einen ewig langen Cooldown haben. Meine Kommandozentrale, nein! So leicht kriegen Sie mich nicht. So. Ihr Ende ist nah, General. Aber es ist halt der allgemeine Counter. Der allgemeine Cooldown, der hier runtergesetzt ist für Atomraketen, nicht nur seine. Das ist schon gemein. Na gut, ganz im Sinne von, du willst Nuklearwaffen generell mit Nuklearwaffen schaden. Wie lauten Ihre Befehle? Was willst du, ein Arschkick sein? Hat er ein Gebäude besetzt? Nee, das ist danke. Nur der Anfang, General. Der Anfang vom Ende. Die Artillerie gehe ich auf jeden Fall noch rechtzeitig rein. Hier bräuchte ich eigentlich wieder Flammenpanzer. Ob sich der Aufwand lohnt? Wieder ein paar Flammenpanzerchen, bitte. War gleich ein paar mehr. Hier nochmal ein paar Overlords und Battlemaster. Und noch was. Nicht in die Explosion sehen, General. Ich habe ein paar viele Bulldozer. Kann ich mal ein bisschen verteilen. Was haben Sie für mich? Natürlich hat er wieder irgendwo Nukleargeschütz, oder? Irgendwo schießt doch bestimmt schon wieder eins. Aber stimmt, ich hätte einfach... Ganz ehrlich, eine weitere Möglichkeit. Er hat ja keine Bulldozer. Ich vergesse das jedes Mal. Der spielt echt ohne Bulldozer. Der baut nichts neu auf. Das heißt, ich hätte genauso gut einfach mit meinen Artillerieschlägen und allem so möglichst effizient wie möglich auf seine... Waffenfabriken gehen sollen. Was dass Sie er diese Bum-Bums nicht mehr bauen kann. Ich hoffe, das ist das Richtige. Ansonsten muss ich mir noch eine Atomrakete gefallen lassen. Hier strahlt es, glaube ich, allgemein ein bisschen rum. Bis meine Truppen mal kommen, ganz ehrlich, ich versuche die Dinger so zu zerstören. Einheit verloren. Alter. Ich vergesse es wieder. Okay, ich vergesse es wieder. Es reicht. Mir gehen die Atomraketen aus. Es ist so unfair. Diese ganzen besetzten Gebäude. Ihre Waffen sind nichts gegen meine Macht. Direkt einen Sturm kann ich da vergessen. Ja, eine Atomrakete muss ich mir jetzt noch bieten lassen. Ich versuch's mal so. Warnung. Atomrakete abgefeuert. Yay. Spaß. Einheit verloren. Sterben alle im radioaktiven Müll. Ja, das Ding fährt blöd. Alles muss fliegt. Schmelzen. Obwohl, es reicht. Es reicht. Aber nicht dafür, die Dinge zu zerstören. Aber jetzt sind sie angeschlagen. Alter. Wie ich schon wieder verletzt sind. Bin unterwegs. Nächste Atomrakete wird dann entscheiden. Die werfe ich dann so, dass ich... Ja, die werfe ich dann hier drauf. Dann kann ich nämlich rein. Das ist echt so gemein. Ich komme hier nicht vorbei. Weil ja auch noch so viele reinpassen in die Wachtürme. Es ist übel. Mach mal kaputt. Brav. Feiner Panzer. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Na schön. Dann einmal bitte lächeln. Wir haben eine Atomrakete gestartet. Dann darf ich hier nämlich reinfahren, endlich mal. Im nuklearen Winter. Bin ich übrigens sehr freundlich, dass ich eigentlich mal rein darf. General, unsere Atomwaffenlager sind verstrahlt. Ähnlich wie du. Ha.
haben wir. Jetzt warte ich noch, bis die Suppe ein bisschen weg ist und dann wird das. Denen versauen wir den Tag. Marschbefehl bestätigt. Heuiui, die Mission hat schon an den Nerven gezerrt, ey, aber. Ja. Superwaffengeneral hat es noch leicht gehabt, aber ich glaube, mit einem anderen. Ich glaube, mit dem Luftwaffengeneral hatten wir noch seine Späße gegen den. Einfach weil man da massig einfach King Raptors zu Patrouillen schickt, dann vielleicht noch so diese Shinnoks mit Raketenschützen drin. Da kann man echt super gegen ankommen. Und dann hat man auch genug Möglichkeiten mit dem Riesenbombenteppich und allen anderen Späßen und Auroras. Man kriegt einfach die Dinger kaputt, wenn man es drauf anlegt. Also ich glaube, Luftwaffengeneral hat sie auch leicht, aber alle anderen gucken ziemlich in die Wäsche bei dieser Mission. Schon allein wegen diesen blöden Geschützen da. Der Anfang vom Ende. Alter, da baut jetzt Infanterie, ist ja unglaublich. Finger weg von meinen Vorräten, General. Mach mal die Kaserne kaputt. Jetzt reicht's langsam. Hier unten zerstöre ich mal ein bisschen. Komm, ich zerstöre hier nochmal. Warm, General. Komm, machen wir hier erstmal kaputt. Der Rest folgt dann. Verfolgt dann. Der verfolgt dann. Sie haben meine Atomraketensilos zerstört. Warum, General? Warum? Wollen Sie meine Atomwaffen sehen? Die Frage nach dem Warum ist ziemlich dämlich, wenn man demjenigen erstmal mit Atombomben auf den Kopf gekackt hat. Ich habe ja aber schon mit einem Bombenteppich angegriffen, oder? Was zum Teufel ist denn hier hochgegangen? Ja, die Dinger machen so eine kleine. Ich glaube, so ein großer Reaktor ist kaputt gegangen oder so. Gut, jetzt haben wir es gleich. Ja, aber stimmt, einer seiner größten Schwächen ist halt, dass er keine Gebäude nachbaut. Das habe ich echt wieder vergessen. Das ist wichtig. Wenn wir seine Kasernen zerstören vorher, seine Waffenfabriken, dann lässt er uns halt in Ruhe mit diesen blöden Nukleargeschützen. Das ist wichtig. In ein paar Sekunden hätte ich sie pulverisiert. Oh gut, wir haben es geschafft. Das war mehr Krampf als Kampf mal wieder. Ich habe mich oftmals ziemlich dämlich angestellt, weil so viel Friemelarbeit war. Ich bin einfach kein Multimanager. Es geht nicht. Aber gut, das war Tao.